Mel, wir sind in Kakariko. Ja, ich freue mich auch gerade. Was macht man in Kakariko? Oh, Hühner fangen. Und was noch? Und Quests. Ich krieg irgendwie so mit der Musik krieg so ein bisschen Stardew Valley Vibe, ne? Find ich das so okay, cool. Nee, das ist von Zelda, Mann. Ja, ich weiß, aber vom Vibe, weißt du, so vom Feeling her, ich weiß ja, dass es von Zelda ist. Also, weil du mir das gesagt hast, deswegen ist es... Ah! Ich glaube, der Vibe war off. By the way, Achtung, die Treppe ist weg. Au, ich habe Curry gerade gefunden. Curry ist aber woanders, ja. Ja, ich weiß, das war nicht die beste Leistung. Komm ich auch rein, Alter. Hau uns beginnen. Oh, geil, frisch bezogenes Bett. Leute, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der sagt, es gibt nichts Schöneres. Es gibt keinen Menschen, der nicht sagt, es gibt nichts Schöneres, als frisch geduscht in ein frisch bezogenes Bett zu springen, Alter. Boah, ist das geil. Müsste ich auch mal wieder machen. Ist locker 4 Monate her. Frisch geduscht, frisch bezogenes Bett, Alter. Oh. Kennt ihr das? Wenn ihr euch so da reinlegt und ihr freut euch so, das ist ähnlich wie eine Essenslieferung kommt von Lieferanten. Dann hibbelt man immer so, dann zippelt man immer so, weil man sich freut. Kennt ihr das, wenn ihr so vor Freude so hibbelig seid? So habe ich das immer. Wenn wir uns ins Bett legen und dann so, oh, gemütlich. 4 Monate Dusche oder meinst du das Bett? Das musst du dir jetzt aussuchen. Vielleicht geht das auch in Kombi. Warte, wir hören mal rein, Leute. Wir hören mal rein. Was bezogen? Okay. Hä? Du hast aber hast du mich gesehen, Andi? Ja, wie du die Treppe weggemacht hast. Achso, das war schon, klar. Das war schon. Achso. Also 20 Sekunden in der Runde hatte ich Hina schon. Das ist unfair. Geiler Schuss aber, Hina, gerade. Geiler Schuss. Ja, ich hab's mitbekommen. War super, ne? Ja, bei Andi muss man auch aufpassen. Ich schrei, help me? Was? Passiert das auch in Zelda? Help me! Help me! I'm underwater! Hello? Water. Please help me. I'm under the water. Ich verlauf mich immer noch in dieser scheiß Karte, ne? Ich meine, in dieser tollen Karte, in dieser Kakariko. Hey! Ich hab einmal versucht, Zelda zu spielen und hab's nicht lange durchgehalten. Oh. Das liegt aber bestimmt nicht an Zelda, das liegt ganz eindeutig an mir. Also, da brauchen wir auch gar keine Diskussion. Welchen Teil wolltest du denn spielen? Was war der letzte auf der Switch? Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom? Nee, Tears of the Kingdom erste. War der letzte. Ja, dann siehst du, guck mal, so viel weiß ich. Breath of the Wild hab ich auch angefangen. Guck mal, das habe ich tätowiert hier. Habe ich gespielt, bis ich ein Pferd hatte und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich habe Breath of the Wild auch angefangen, war dann für 2 Wochen raus und bin nie wieder reingekommen, auch wenn ich versucht habe. Och nee! Du bist wirklich wieder gefunden. Hm? Ich glaube, Curry ist schon wieder... Ich geh da jetzt hin, wenn du an der gleichen Seite liegst. Ja, Andi, natürlich ist die gleiche Seite, Mann! Was soll ich denn sagen? Das ist doch zur Hölle nicht dein Ernst. Ey, Leute! Ach, Curry. Wisst ihr... Du kommst jetzt mal mit. Wir machen jetzt eine Rundtour. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber irgendwo. So, guck mal, hier ist ein wunderschöner Raum. Diese Musik dazu ist aber traumhaft, das ist wirklich traumhaft. Wie Sie sehen, ist er geräumig. Damit er sich die Karte merken kann. Genau. Ich renne immer zur Leiter, immer, das ist egal. Deswegen. Dann ist hier ein weiterer Raum, der ist noch geräumiger. Mann, Alter. Hina. Ich bin... Wisst ihr, was das Problem ist, Leute? Ich kann euch genau erzählen, warum ich gestorben bin. Hier. Normalerweise, wenn du auf diese Leiter zuläufst, ja... Beginnt dieser Moment, wo du automatisch dann in diese Animation übergehst, sobald du die Kante berührst von dieser Leiter. Da passiert das einfach nicht. Da läuft man einfach über die Klippe und man fliegt einfach runter. Das ist... Ich kann es euch nicht erklären. Fragt nicht, warum. Es war die gleiche Leiter. Ich habe einfach... Guck mal, ich bin... Oh nein. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Das ist doch so ein China-Ding wieder. Ich dachte, das Spiel ist abgestürzt. Ja, du musst sterben jetzt.
sterben. Ich will aber nicht sterben. Doch. Das ist dein Problem. Oh, ist das geil, ey. Ich hab wie wirklich random. Gerade hier Dings und so. Wo bist du? Mann, Mann, wie dich! Wie geil war bitte das, Alter? Oh. Also hast mich auch voll gekriegt, ne? Ich voll den Herzinfarkt bekommen. Vor allem, man hat es bei Mel sogar richtig gehört, so dieses, oh nein, so dieses echte Abgefuckte, weißt du, so wieder gecrashed, Junge, gar kein Bock. Oh, das Ding ist, ich hab die nicht zu weit geworfen und war halt selbst geflasht, Mann. Für die Info, Leute, das war eine Trader-Falle, ne? Also eine Trader-Waffe war das, ne? Also nicht, dass ihr jetzt wirklich denkt, das war gerade irgendwie ein Error oder sowas. Dann ist Feierabend. Was verlässt du uns gleich, Mel? Ja. Komischerweise für immer. Wirklich? Und was? Also seitdem wir wissen, dass deine Lache nicht echt ist, können wir dich sowieso nicht mehr gebrauchen. Okay, war die jetzt echt? Die war echt. Das war eine böse Lache, das hört man. Ja. Die sind immer hey. Echt. Hey! Gibt's auch eine Cristiano Ronaldo Trader-Waffe eigentlich so? Irgendwie sowas in der Hinsicht? Wäre auch geil. Warte, ich kann's für dich machen. Chef, was gäbe so den Damals weiß ich noch, als ich Zelda gespielt habe, wo Ronaldo da in dem Dorf rumgerannt ist, das war meine Lieblingsstelle. Ja, das war die beste von allen. Und dann kommen die Geräusche. Statt Zelda. Einfach beim Händler oder sowas. Was macht man so? Nein, jedes Mal, wenn Link irgendwie einen Endboss oder ein Schloss oder fertig hatte, dann. Oder das ist der Sound, wenn man so eine Kiste öffnet. Dann war doch normalerweise dieses. Ja, oder? Das sind meine Sub-Sounds. Ja, mach mal Sü rein. Also das D. Das ist mein Sub-Sound. Also ich werde jetzt das dritte Mal zu dir so leider rennen. Wenn ich es schaffe, bin ich Trainer. Ja, ich stehe schon unten, um dich zu kontrollieren. Aber Andi, danke für die Führung. Die war echt toll. Bitte. Das war aber knapp, Junge. Ich weiß. Kurz Nasenblut bekommen. So, jetzt mach mal. Weiter. Oh. Yay! Ich bin's! Ich bin's! Und jetzt eine Feuergranate nach oben werfen. Na, die kommt wieder runter. Ja, für euch. Das. Hast du gesehen, Andi, Feuerwerk? Habe ich brutal gesehen. Da! Puff! Ich finde, so sollte die Tagesschau abmoderiert werden. Und wir sehen uns um 19 Uhr wieder. Aber beide synchron. Wenn dann. Wobei sitzen da noch und zwei? Und ein Depp währenddessen. Ich weiß gar nicht, ich habe das lange nicht mehr gesehen. Tagesschau. Tagesschau war doch immer nur einer. Echt? Wie hieß denn das andere Nachrichtending da? Mit Gundula Gause und Klaus Kleber, genau. Wie hieß denn das? War das nicht auch die Tagesschau? Ist das nicht die Tagesschau? Ich wollte gerade sagen, das war die Tagesschau. Schau des Tages. Ja, aber ist das eine nicht ZDF und das andere ARD? Und die heißen beide Tagesschau? War das nicht irgendwie ZDF-Magazin oder welche Show war das mit dem Sound, dieses das war die Tagesschau. Ja, von der rede ich mit Klaus Kleber. Mit diesem Gong. Tagesschau. Bong. Ja, aber Klaus Kleber ist. Ist der auch geil als Intro eigentlich? Ja, dieses Intro. Herzlich willkommen bei der Tagesschau. Ja, habe ich nur eins, die Gongschläge werden aber jetzt. Sag mal, versuch mal nochmal. Komm, mach nochmal. Ja, ich bin das gewohnt. Kann das bitte jemand schneiden? Oh Gott, lieber nicht. Hinter. Was? Ja, okay, warum hat er das eigentlich gesagt? Also. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Irgendjemand wollte mich. Oh, die Hohnsäcke werden losgelassen. Was für ein Sack? Man nennt es Steine. Die Kugeln, die Steine wurden losgelassen. Ich versuch's morgen nochmal. Andi stand mit dem Rücken zu dem Ding. Ich bin confirmed Inno, habt ihr gehört? Du bist confirmed Inno, das ist korrekt. Entweder du hast Augen im Hinterkopf oder du bist einfach der beste Freund der Welt. Und so ich glaube, der hat Augen im Hinterkopf. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ist Curry gerade gestorben? Nein, ich lebe. Ich bin noch ein bisschen ruhiger gerade. Ich halte ein bisschen mein Maul. Meine Schnauze, weißt du? Ein bisschen mehr Sü. Ha,
Hattet ihr eigentlich mitgekriegt, dass ich gesagt habe, dass hinter mir die Farm explodiert ist? Welche ja. Farm? Welche Farm? Ich weiß nicht, wie man hier gesehen. Da wo May gerade drin ist, in diesem weißen Haus, wo man auch von einer, ich glaube, da bist du auch mit drin. Ja, May dort ist hier. Drunter ist so eine kleine, kleiner Vorgarten. Da hüpft gerade Andi rum und das ist explodiert. Wann? Wie lange ist das her? T-minus 20 Sekunden? T-minus 2 Minuten. Ah, okay, ja, dann können wir mal die Nachforschung anstellen. Dann jetzt, ist oder? Der Fall aufgeklärt. Wollen wir ja mal kurz nachforschen. Verjährt. Aua. Oh, Mel hat sich Knöchel gebrochen. Mel ist ja, verletzt. Ja, mein Knöchel ist ein bisschen verletzt. Mel ist tot? Mel tot? Nee. Mel, doch, du bist tot. Ist ja denn, du erschießt mich. Ruhig, dann erschießt du mich gleich. Tot, Mel, du musst jetzt tot spielen. Ja. Tote, drei, und die? Zwei. Eins. Okay. Ina erschießt mich gleich. Ja. War mit Ankündigung, sie muss tot sein. Oder Andi erschießt mich gleich. Nein, Andi hätte schon längst jemanden getötet. 100%. Andi ist mein Best Buddy. Das haben wir schon geklärt. Wie? Wie random! Was denn? Ja. Ich hab mir nur einen Gefährten da gelassen. Ja. Hast du gekackt, Andi? Nein. Warum denn nicht? Weil er nicht musste. Nein. Maler? Ja. Su. Oh mein Gott! Curry. Nein, Freunde! Doch! Nein, Freunde, wir können noch reden! Scheiße! Wo ist er? Nein, Freunde, wir können noch reden! Warte! Wo ist er? Sag mal. Oder Leiter. Aber Mala ist ja schon tot. Nein, die Scheißzeit, Alter! Ich bin Mann, ey! 3 Meter über meinen Kopf flog dann die ja, das war's. Rakete. Die kam so an. Oh je. Ab nach Mexiko. Was? Mel, wir wünschen dir einen schönen Abend. Es war uns ein Fest, ja? Mel, danke. Du bist ein toller Mensch. Mel. Mel. Du bist ein toller Mensch. Will ich jetzt auch sagen, warte. Melch. Das war okay. Och Mann, ey, meine Wortwitze werden heute nicht gewürdigt. Nee, die sind auch nicht so gut. Okay, sorry, Alter, ich mach gar nicht mehr. Das ist richtig. Kommt, sagt er mit seinem Formel-1-Witz, weißt du? Da kommt, dass du überhaupt deinen Mund nochmal aufmachst heute, Andi. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ganz viel Spaß noch. Tschüss und bis demnächst, ja? Wir sehen uns. Tschüss, mini Kinder. Und die Katzen. Und die Hunde. Und die Pinguine. Okay, die Pinguine, die grüße ich auch. Und den Krisch wieder auch. Au. Junge, jedes Mal diese Musik. Ja. Zü. Heiß, jetzt haben wir. Ich glaube, wir sollten aufhören. Andi wird leiser. Ich glaube, da schläfert ihn ein. Das Vorsicht. Ding ist. Was denn? Daro schreibt, sie meldet sich jetzt ab. Oh. Hä? Das verstehe ich nicht. Ach, wegen Mel. Oh. Ja, genau. Das war so ein typischer Darum Timeout. Alter, ich glaube, wir haben alle zusammen noch nie so im Kollektiv auf dem Schlauch gestanden, oder? Ja. Was ist der maximale Timeout? 1 Million Sekunden oder so? 24 Stunden. Alter. Akmala ist Supermod. Akmala ist die Beste. Yes. Mel, danke für den Raid, Leute. Ey, können wir einen Shoutout? Ich weiß nicht, ob die Mods gerade da sind, aber vielleicht kriegen wir einen Shoutout für Mel vom Hell, Alter. Danke für den Raid. Einmal Wurstteil rein. Warte, Mel, ich mach jetzt Kill für dich, okay? Pass auf, warte. 3, 2, 1, Warte. Tschüss.
Oh, I need healing. Das Ding ist, man fängt damit einmal an und kann einfach nicht mehr aufhören. Es ist wie ein Fieber, ne? Es ist wie ein Fieber, Alter. Leute, lasst mal Liebe bei Melda, bitte. Die hat sich's verdient, Alter. Die hat keine Stimme, die lacht immer echt und so, ne? Geile Frau, Powermel, Junge. Es ist einfach super. Mel, danke, dass du dabei gewesen bist. Es war wieder wie immer ein Fest, ja. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt. So, Leute, wir müssen jetzt hier jemanden den Arsch aufreißen. Gerne da auch Follow da lassen, Leute, falls ihr Bock habt. Ja, die spielt immer Shadow und sowas. Shadow? Hand? Die macht immer Hand-Action, macht auch manchmal andere Sachen. Holt sich Tutorials für TDT, für Future-TDT-Runden. Also, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, was die Mel da macht. Ne? Ein wahrer Fiebertraum. Ja, warum denn auch nicht? Geht doch nichts gegen einen schönen Fiebertraum, jetzt mal ganz ehrlich. Das, Andi, kommst du mit? Kommst du mit? Ja. Komm mit. Andi, komm. Komm, Andi, komm. Pot. Und da ist was explodiert. Was willst du trinken? Ich irge dir bei Köstern. 7 Red Bull. Ja, warte. Schon wieder? Ja. Die letzten sind eine Stunde her. Oh mein Gott. Fertig. Oh, der Herr, sie haben gepupst. Ja. Wie hat das Akmal davon gesagt? Wir müssen die Scheiße hier abfüllen, ne? Oh, gefurzt. gefurzt. Aui. Ich bin der König der Welt. Tschüss. Aua. Ey, das kann nicht sein. Das ist das dritte Mal mit der Leiter, ne? Das kann nicht wahr sein. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein, wer denn du? Nein, ich mein Vasant. Ach so. Ich lebe noch. Alles gut. Okay, er ist nicht tot. Gerade. Ey, Andi! Nehm ich persönlich. Warum bist du badly wounded? Weil ich runtergefallen bin. Ja, siehst du, das kann schnell passieren. Komm. Du bist doch selber fast kaputt, Akmala. Ich hab, ja, aber nicht so wie Ina, die ist badly. Ja, ich hab mir vielleicht den kleinen Zähren gestoßen. Ja, Akmala, komm mit. Komm. Wo bist du? Wie hier rein du? In das Haus. Okay. Weiter? Willst du mich töten? Nee, du mich. Ich glaube, ich bin verloren. Ich habe einfach Fieber. Ist okay. Ich habe komplett Fieber. Ich habe Fieber und zwar gerne. Weil ich so viel lerne. Geschichte und Erdkunde. Den ganzen so eine Tag. Scheiße. Gefällt das immer nicht, wenn das von jetzt auf gleich. Oh, au, da ist jemand, da hat jemand Aua gemacht. Da hat jemand Aua gemacht. Wo? Oh! Ihr habt auch gehört, nicht nur ich, ne? Ja. Okay. Ich würde dann ja fast sagen, da. Okay, was? Sprich es aus. Was? Sprich es aus, sag mal. Na, es könnte eine Mine gewesen sein, ne? Ja, also inwiefern soll ich das gewesen sein, wenn ich hier gestanden habe? Das ist jetzt die Frage. Ja, das wissen wir. Also ich weiß es nicht. Ich war mit Hina zusammen. Ja. Ja. In einem Raum. Ja. Und wenn da irgendwas passiert ist, dann. Andi? Naja, es gab offensichtlich eine Explosion. Durch und was? Und da hat einer. Ist gemacht. Jetzt die Frage. Aus diesem Grund muss ich leider zu dem Ergebnis kommen. Dass ich scheiße bin. Nein! Was ist denn? Warum bist du keine Sternschnuppe? Ich bin zu fett. Boah! Du wärst die schönste Sternschnuppe am Himmel, ich schwöre es. Meteoriten sind auch nur Plus-Size-Sterne. Es ist alle eine Frage des Blickwinkels, ne? Ja. Ach Mann, ey. Einmal. Ich weiß nicht, wann ich es mal geschafft habe, eine Trainerrunde zu holen. Anyway, also ich glaube, meine letzten Trainerrunden waren alles, glaube ich, meistens Zeit einfach. Einfach Zeit aufgelaufen. Aber ich habe ja gesagt, bei der nächsten Mine stirbt Akmala. Also, pass mal auf.
Aber du bist doch gestorben, oder nicht? Ja, ich hatte deshalb ja. Ach so, richtig. Du hast was falsch gemacht. Ach so. Ich hätte sterben müssen. Ach so, ach ja. Oh. Leute, müsst ihr, aber auch, ihr müsst die Bestellung aber auch besser ausfüllen, Leute. Könnte ich irgendwie die ganze Zeit Auftragsmorde bestellen und dann einfach sagen, yo, ja, Mama, gucken, was kommt ins Visier. Mama, gucken. Mama, gucken, was kommt. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Also ich hoffe, der Traitor sagt mir wenigstens diesmal, wo die Mine liegt, wo ich reinrenne. Ich glaube, heute habe ich echt alle gefunden. Ja! Du hast heute einfach ein Radar dafür, Andi. Das ist einfach, manchmal hat man das Visier. Ja. Was ist ihr besonderes Talent? Ich kann Bienen finden. Vielleicht, oh, und sie entschärfen. Ja. Wisst ihr, dass das Ding ist, Leute? Ihr dürft auch nicht vergessen, ja? Als Traitor hat man es, zumal man alleine ist, gegen 4 oder 5 hat man es einfach nicht leicht, ne? Das ist immer eine wichtige Anekdote, bevor ihr hier rumhatet, ja? Ich gebe alles. Und wenn die... Das Ding ist, wir haben auch immer unterschiedliche Traitor-Shops. Und wenn die dann immer durchgewüselt werden wie eine Waschmaschine, dann kann man halt nicht immer was machen. Das ist hart. Das ist einfach hart. Epischer Showdown zwischen Andi und Curry. Nein, wieso? Sie zirkeln sich, sie zirkeln sich. So, bring Andi, komm. Ah, oh, der hat mich wirklich gehauen. Oh, jetzt geht's los. Was wird passieren? Warte. Okay. Eine Zuschauer. Oh Gott. Ey. Etwas flog hier. Hä, hey, das ist der Koma-Tanz. Der schießt. Ja, Tanz. Komm, Tanz. Tanz. Aua, das hat wehgetan. Was passiert? These: Andi hätte, wenn er nicht Traitor wäre, mit mir den Chroma-Schlagkampf beendet. Das heißt, Andi hat Kacke am Tanz. Ich hab den Kampf beendet. Ja, aber du hattest was zu verlieren, mein Freund. Ich hab dich im Blick. Ich sehe deinen Schatten, während er meinen Schatten begrüßt. Oh Gott. Glaube ich. Ja, geht euch mal töten da hinten. Ja, glaub, geht euch mal töten. Ina ist gleich tot. Ich mach gar nichts. Macht mal. Wer denn da jetzt war ziemlich heiß. Das war Andi. Hier mal ins offene Messer rein. Andi, du Arsch. Boah. Das war auch persönlicher jetzt, ne? Nur weil ich gesagt habe, dass du heiß bist. Oh. Jetzt geht's in andere Richtung. Wow. Andi, Ja, jetzt tu aber nicht, Nina, so. Jetzt tu mal nicht so. Jetzt, also die Zeichen sind doch deutlich. Eindeutig. Ina gerade im Trader-Shop 100%. Ina gerade im Trader-Shop gewesen. Ein Bumerang in den Rücken. 100.000% Ina gerade im Trader-Shop gewesen. Hä, wo bist du denn, Curry? Ja, brauchst du nicht wissen. Ich bin dein Schatten und dein Schatten bin ich. Hä? Ich hab gesagt, okay. Cool. Ina schon wieder im Trader-Shop. Ja. Ina hat Akmala umgebracht. Ja. Akmala macht Todesgeräusche. Ja, Akmala tot. Honey. Handy? Handy, geh mal an dein Handy. Achso. Alter. Ja. Handy und Nandi. Aua! Willst du mich wirklich wegknallen? Der wollte mich gerade wegknallen. Erster Strike. Nee. Ich glaube, du wolltest mir gerade Zeit in den Headshot verpassen. Leute, ich sag's euch, der will mich aus dem Weg schaffen. Wobei, das hätte er gerade sehr lange machen können. Hat er aber nicht, weil ich die ganze Zeit gesprochen habe. Ich bleib dabei. Andi ist Traitor für mich. Ich entziehe mich der Verantwortung. Könnt ihr selber machen. Das ist euer Bier. Ganz klar euer... Ah! Nein, die Leiter! Verdient. Hast du jetzt in der Schürzenschau... Ich fange nochmal von vorne an. Hast du in der Zwischenzeit jetzt Akmala getötet? Nee, ich lebe noch. Curry? Hm. Ich glaube, Curry ist im T-Shop. Nicht im Trader-Shop, sondern in dem Tunnel. Kann auch sein. Hm. Es ist zumindest keine Leiter existent, wo ein Toter liegt. Mehr machen wir nicht. Wusste es die ganze Zeit, der kleine Dreckspisser. Du kleine Drecksau, Andi. Deswegen hast du den Crowbar-Kampf nicht zu Ende gebracht. Oh mein Gott. Ich renne jetzt einmal weg von dir. Hau ab. Lass mir in Ruhe. Ich weiß, dass du noch da bist, Andi. Hör auf. Kannst mit mir reden. Drück die Crowbar und bring es zu Ende wie ein Mann. Wie ein Traitor-Mann. Okay, mach mal. Wobei, warte mal, ich habe 25 Leben. Das ist voll unfair.
habe eine Crowbar in der Hand. Bin bereit. Bin bereit zum Tanzen. Ja, weiß ich sehe dich da hinter der Mühle. Ja, wo bist du? Lass uns tanzen. Warte, ich hebe mich kurz auf. Ja! Okay, warte. Und... Pull! Jetzt können wir. Ich habe doch übergestülpt. Immer noch hinter der Mühle? Ja, immer noch hinter der Mühle. Okay. Flash hatet gegen die Bayern, Junge. Flash, halt dein Maul. Halt dein Maul, Flash. Du, das ist so dumm. So dumm, Flash. Wirklich, so dumm. Gestern das Höllenspiel rausgehauen und der kommt hier auf Möchtegern Bayern-Hater jetzt. Einfach Schnauze halten, Flash, ja? Geh einfach zurück in die Regenrinne da. Tu mir den Gefallen. Du bist ganz ruhig, ja? Ich sag nur Halbfinale Champions League. Wo ist deine Mannschaft, Flash? Wer ist überhaupt deine Mannschaft? Hm? Ich freue mich doch für die Bayern. Halt's Maul, Flash! Hör auf! So, Andi, was machen wir jetzt? Ja, wie gesagt, ich bin richtig über den Friedhof unterwegs. Hä, aber nee, ich komme jetzt nicht dahin. Warum nicht? Ich dachte, wir machen jetzt Kampf mit Krupa. Ja, machen wir auch. Boah, das ist hart. Das, weißt du, guck mal, das ist erbärmlich. Andi, das ist, weißt du, wir können hier Fäuste walten lassen. Schön die Fäuste aus. Jetzt kommt der hier an, hör auf. Ich hab ne Krupa. Ich würde wirklich... Hä, hey, Akmala? Und ich bin nicht gerade. Ich schieß auf dich mit der Riegel, ey. Ich krieg das nicht hin gerade. Ist das dein Ernst? Munition. Wir können immer noch mit der Klobe... Ich hab keine Munition! Boah, warte mal, warst du noch am Leben? Nö. Nee. Wow. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Schiebung. Sehr wild. Das ist ja nicht mehr normal. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen und hab euren Boni gelohnt. Ich wünschte mal, ich hätte so eine Kooperation, wenn ich Trader bin von einem Andi, weißt du? Oder von einem Akmala oder von einem Hina oder von einem Mel, Alter. Kriegen wir alles nicht. Ja, aber wie viel hat Akmala gebracht? Richtig. Ja, aber es hätte ja was bringen können. Ey, ich hab nichts getroffen. Das habe ich gesehen, ja. Richtig. Es passiert halt, Akmala, ja. Es ist ja aber das erste... Warte mal. Was wolltest du gerade sagen? Ich wollte sagen, das ist ja das erste Duell von dir. Das ist ja, das passiert nie. Das ist das erste Duell, ja.